Hallo, ich war shoppen. Und zwar habe ich ganz tolle Sachen gekauft. Wo fange ich am besten an? Okay, dann. Und zwar habe ich beim Rossmann hier diese Waschlotion gekauft. Und zwar habe ich die schon mal getestet und die ist sehr, sehr gut. Davon sind meine ganzen Pickel weggegangen. Und dann habe ich die irgendwann mal vergessen, habe die nicht mehr nachgekauft, habe eine andere von BB getestet und die war nicht so gut und die kann ich euch empfehlen. Das ist die von Neutrogena Visible Clear 2 in 1. Da kann man eine Maske machen und man kann zur Reinigung diese verwenden. Das ist die hier. Die hat 4,75 € gekostet, aber die ist super. Die kann ich euch echt empfehlen. Dann habe ich letztens einen Look gemacht mit von Rivel de Loup Magic Glitter und da habe ich gedacht, es gibt es nur in einer Farbe, aber dann habe ich heute gesehen, dass es auch noch in dieser Farbe gibt. Das ist die Farbe Classic Shine, steht da drauf. Ja. Auf jeden Fall ist die so violett, die hat auch so einen Puschel. Und die ist so violett. Ist ganz cool. Ihr seht es jetzt schlecht. Auf jeden Fall gibt es das auch noch in dieser Farbe. Für 2,29 €. So, dann habe ich mir Wimpern gekauft von Rivel de Loup. Das sind diese natürlichen, die kann man auch tagsüber tragen. Die heißen Romantic Look, heißen die. Ja. Die haben 2,49 € gekostet. Dann habe ich mir ein Quattro gekauft. Das war dieses, das heißt 01 Ciao Bella. Das hat gekostet 2,95 €. Gut, dann geht es auch schon weiter. Dann habe ich mir beim H&M diese Palette hier gekauft. Ich mache es mal auf. Ich habe so viel Zeug, ich muss mich beeilen, weil ich habe nicht so viel Zeit. Das ist diese hier. Die ist sehr süß, finde ich. Gibt auch die Pigmente halt schön ab. Die hat, na, wie viel hat die gekostet? Gott. 2,90 €. 2,90 €. Dann habe ich mir diese Pigmente hier gekauft. Das ist einmal. Ist es hier so ein Pearl Dust heißt der Ton. So ein Vanilleton ist es. Dann dann hier so ein Türkis. Die Farbe heißt Türkis Dust. Und ein Lila. Hier heißt Lilac Dust. Und zwar kann man das hier so aufdrehen. Und es hat hier so einen Applikator drin und da sind die Pigmente drauf. Oh, ich guck mal, ob ihr es sehen könnt. Aber wahrscheinlich könnt ihr es nicht sehen. Naja. Könnt ihr nicht sehen. Schade. Die haben auch jeweils 2,90 € gekostet. Dann habe ich mir von Hello Kitty so kleine Täschchen gekauft für meine Kosmetik und noch hier eine größere hier. Sehr süß, die haben 3,90 € gekostet jeweils. Ne, die große hat 3,90 € gekostet, die kleine 2,90 €. So,
Dann geht's weiter. Dann habe ich mir hier von Essence, oder? Nee, von P2 Pigmente gekauft. Hier alle, die es da gab. Und die kann ich euch nur empfehlen. Die geben die Farbe sehr, sehr gut ab. Da werde ich auch gleich noch ein Make-up mitmachen. Also ein Look. Und werde euch zeigen, wie die Farben so sind. Ja, die haben jeweils 2,75 Euro gekostet. Die sind super schön. Kann ich euch auch nur empfehlen. Und zwar ist das hier so, kann man so aufdrehen. Dann hat man hier so ein... Na? Ah, hier so ein Applikator. Und das trägt man dann hier einfach so auf. Und ihr könnt schon sehen, die Farbabgabe ist super. Und die schimmern auch schön. Und ich habe im Laden die aufgetragen, habe getestet. Die gehen fast nicht mehr ab. Also müsst ihr echt aufpassen. Ihr könnt sehen, es geht nicht mehr ab. Die sind so ohne Base. Haben die so eine Farbintensität und es geht nicht mehr ab. So. Dann habe ich mir hier von Tokyo, von Essence, Hello Tokyo, einen Lippenstift gekauft, den gab es noch. Ich mich sehr drüber gefreut. Das ist hier dieser, den habe ich auch gerade drauf. Und der riecht lecker. Total lecker. 1 Euro... Moment. 1,95 Euro hat er gekostet. Und eine Mascara von Essence. Multi-Action. Schönes Bürstchen, wie ich finde. Und die werde ich auch testen und werde euch sagen, wie sie ist. Und noch ein Parfüm. Und zwar vom Kick. Und das riecht super lecker. Das hat 5 Euro gekostet. Ne, 4 Euro. 4 Euro hat es gekostet. Moment. Jetzt kriege ich das nicht auf. Doch. Das ist hier so eine Flasche. Riecht super lecker. Riecht so ein bisschen nach Jasmin und Melone. Super toll. Also, dann werde ich euch jetzt gleich mal Make-up machen. Und ja, bis gleich. Achso, danke für die ganz tollen Kommentare. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich eure Kommentare lese. Das ist wirklich toll. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr könnt mich auch in MSN adden. Meine MSN-Adresse gibt es auf meinem Blog. Und da könnt ihr mich gerne adden und dann können wir auch so halt ein bisschen chatten, wenn ihr Lust habt. Und ich freue mich. Bis dann. Tschüss.